Herzlich willkommen bei Notenlesen leicht gemacht von und mit Petra Amersreiter. Viel Spaß! Hallo, jetzt sind wir auch schon beim letzten Video angelangt. Ihr wart jetzt auch tapfer und habt euch wirklich intensiv mit all den Tonarten und all den Vorzeichen beschäftigt. Zum Abschluss wollen wir das ganze Gelernte anwenden. Ihr habt gerade das Lied Oh When the Saints Go Marching In rausgepuzzelt im letzten Rätsel. Und jetzt wollen wir erst versuchen, dieses Lied in S-Dur zu spielen, unserer letzten behandelten Tonart. Und dann wollen wir es zurücktransponieren nach D-Dur. Das haben wir ja auch schon mal versucht. Also starten wir. Erst suchen wir uns das S. Wir gehen vom C in der Tonleiter auf die Stufe 3. Von dort steigen wir einen Halbton ab auf die schwarze Taste, die da S heißt. So, jetzt geht unser Lied hier, wie ihr sehen könnt. Ba, 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 ba. Also es macht einen Sprung und dann geht's in der Tonleiter weiter. Also machen wir auch vom S einen Sprung zum G. Ups, jetzt habe ich wieder was vergessen. Nämlich, ich habe vergessen, das Ass einzusetzen. Habt ihr gemerkt? So ist das besser. Ne? Wenn ihr euch jetzt fragt, wie springt man denn zum G und warum nimmt man nicht eine der Tasten dazwischen, dann holen wir uns nochmal kurz unsere S-Dur-Tonleiter hervor. Ihr erinnert euch, S-Dur, die Tonleiter mit den drei verschiedenen Vorzeichen, insgesamt vier schwarze Tasten. Ich spiele sie nochmal für euch. S, F, G, Ass, B, C, D, S. Wer es nicht mehr weiß, geht einfach zurück zum Video über S-Dur. Und jetzt habt ihr auch gemerkt, G ist mein dritter Ton der S-Dur-Tonleiter. Daher unser Sprung. Also gehen wir zurück zu unserer Melodie. Also gehen wir zurück zu unserer Melodie. Und das wiederholen wir. Und beim dritten Anlauf geht die Melodie dann weiter. Ihr habt gesehen, hier wird meine Melodie dreimal angefangen und beim dritten Mal wird sie dann weitergeführt und wir enden auf dem Ton F. Vom F aus geht's dann einen Ton wieder nach oben zum G, bei dem wir dann die zweite Zeile starten. Das war jetzt Oh When the Saints in S-Dur. Und wenn mir diese Tonart nicht gefällt, weil ich auf der Blockflöte zu viele Löcher zuhalten müsste oder weil ich auf einem anderen Instrument in D-Dur schöner spielen kann, wie zum Beispiel auf einer Gitarre oder auf einer Geige, dann gehe ich eine Taste nach unten, also nur einen Halbton. Ich steige vom S ab zum D und habe hier eine Tonart, die eben für Saiteninstrumente besser geeignet ist. Die Tonarten mit den vielen Bs eignen sich dafür sehr gut, zum Beispiel für ein Saxophon, für eine Klarinette oder auch für eine Trompete. Jetzt dann zu den saitenfreundlichen Tonarten und mit ihr zu D-Dur. Unser Ausgangston D. Ich spiele noch einmal kurz die dazugehörige Tonleiter. Wie ihr hier seht, haben wir zwei Kreuze zu beachten. Also D, E, F auslassen. Fis einsetzen, G, A, H, jetzt C auslassen und Cis nehmen und dann D. Nochmal im Zusammenhang, D, E, Fis, G, A, H, Cis, D. Und nur diese Töne verwenden wir jetzt für unser Oh When the Saints. Also beginnen wir mit dem Sprung wie vorher auch. Gut, das gleich nochmal. Und ein drittes Mal. Jetzt ein Sprung zurück, ein Sprung, wieder ein Sprung. Und zum E. Einen Ton nach oben und wieder nach unten.
Und wenn ihr jetzt auf Standbild drückt, dann könnt ihr ganz in Ruhe auf dem Virtual Piano nochmal nachspielen. www.virtualpiano.net. Das war's für diese Videoreihe. Danke euch fürs Mitmachen und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit Noten und mit der Musik. Ciao!